Hallo Jungs und Mädels, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Warframe. Wir können uns das ja hier über R1 auch nochmal mit anzeigen lassen. Ja, und darüber steigen wir jetzt auch ein. Mal gucken, ob noch ein Spieler dazu stößt. Ich hoffe mal nicht, weil ich nicht weiß, wie das mit dem Funk ist, ob die dann mein Gelaber auch noch mithören. Das wäre natürlich scheiße. Erstmal wird es den anderen voll auf den Sack gehen und zum anderen könnte ich dann nichts mehr erzählen. Ich werde jetzt ja auch nicht unbedingt alles über den Äther senden. So sieht es nun mal aus, Jungs und Mädels. Befreie den Waffenhändler. Also was ich sagen kann, was ich im Einsteigerguide schon gesehen habe, es wird auf jeden Fall noch übelst umfangreich, was die Waffen und das Leveln und den ganzen anderen Scheiß angeht. The arms dealer is named Darvo. He's being held in the prison block on the other side of this factory complex. Kann man die Bahn aktivieren? Wahrscheinlich die hier oben, ja. Kann man dann da drauf springen und sich mitnehmen lassen oder was? Nee, man kommt nicht ran. Zumindest ich jetzt nicht auf die Schnelle. Darvo ist out for himself, but he is sympathetic toward the Tenno. The Grenier must have found out. Jetzt haben wir hier die richtige Höhe. I see the shadows of your mind. Don't let Vor distract you. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. Aber jetzt habe ich das Ding ja geholt und hier ist eigentlich nichts drauf, nichts Interessantes für mich. Schon merkwürdig. Naja, dann gehen wir mal hier in das zerfetzte Rohr rein. So, und dann geht's wieder abwärts. So. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Wie das halt so ist, gell? Na, so, und jetzt könnten wir wieder einen auf Stealth machen, aber das ist absolut nicht mein Ding. Kann ich dich überwältigen? Ja, wenn man natürlich nicht so doof ist, eine halbe Stunde dahinter steht, bestimmt irgendwie. Naja, so. Gut. Stehst du in der Ecke, ey. Ist auch ein Held vom Erdbeerfeld. Aber gut, dass du mir dann wenigstens sagst, wo hier die Ressourcen sind. Das ist schon mal ganz gut. Kann ich die nämlich ja gleich mal mitnehmen. So, kann ich hier was an der Konsole machen? Ne. Hier sind noch Ressourcen. Ich denke mal, das wird wichtig sein, gerade am Anfang. Das war... einiges an Ressourcen mitnehmen. Eigentlich was wir kriegen können. Wir wollen ja dann später auch was basteln können und so weiter und so fort. Und da muss das dann schon sein. Na, was stehst denn du da drin? Hast mich doch schon gesehen, hättest du schon mal reagieren können. Flachkammer. So. Es wird aber wahrscheinlich nicht lange so bleiben, dass wir den Gegnern so überpowered gegenüberstehen. Also im Moment kann ich mich noch so anstellen wie der letzte Vollidiot. Aber das sieht dann später höchstwahrscheinlich ganz anders aus. Also ich weiß nicht, kennt ihr das? So Videospieleentzug? Das Thema hatte ich heute mit Nebelkraut. Ja, weil... ich weiß nicht, wenn ich 2 Wochen nicht zocken kann, aufgrund von Arbeit, Stress oder sonst irgendwas. Ich bin ja mit vielen Sachen immer betraut oder hänge mich in viele Sachen mit rein. Ja, und mache immer ziemlich viel und unternehme ziemlich viel. Dann werde ich ganz merkwürdig. Also, ja, da kriege ich richtig irgendwie eine Klatsche weg. Also, wenn ich innerhalb von 2 Wochen nicht wenigstens mal den ganzen Tag zocke, dann werde ich komisch. Ist schon ganz lustig. Ah, nee, so viel zu Videospielen. Und ja, Videospiele-Sucht wurde ja jetzt auch schon irgendwie als Krankheit anerkannt. Wo ich mir auch so sagen muss, so, okay. Schön und gut, aber...
war das jetzt wirklich nötig, dass es anerkannt werden muss? Alarms have been reset. Ich meine, es gibt ja viele, deren Real Life so langweilig und beschissen ist, dass die sich hier nur noch in die Videospiele-Welt flüchten. Aber naja, ich sehe da so eigentlich jetzt nicht so die Problematik. Aber ist gut, wenn das anerkannt wurde jetzt als Krankheit, kann man vielleicht den Leuten auch ein bisschen besser helfen. Kann man vielleicht Therapiemöglichkeiten schaffen, so dass die Leute dann auch adäquat versorgt werden. Kommt so auf das Thema Sucht, weil Nebelkraut erstmal meint so, wie einmal in 2 Wochen musst du mindestens ein Dach zocken. Bist du schon abhängig oder was? Ich sage, klar, natürlich. Das ist aber sowas von... Ah, ne. Ist halt immer die Frage, gell? Wo fängt normales Spielverhalten an und... wo hört die Sucht auf und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Das ist immer so eine Sache für sich. Ah, ich finde, ein Tag in 2 Wochen, das ist noch gar nichts. Andere müssen ja jeden Tag so 6-7 Stunden, die sind ja dann schon süchtig. Also den ganzen Arbeitstag brauchen, nur um ihr Bedürfnis nach Ablenkung und Zerstreuung gerecht zu werden. Das ist dann schon heftig. So, aber Schluss mit den harten Themen. Kommen wir mal hier zum Game zurück. Gut, nett, dass es hier so eine Sprinkleranlage gibt. So besonders schön sieht es nicht aus. Wie auch die Texturen, muss man echt sagen. Also es sieht nicht schlecht aus, aber es ist auch nicht irgendwie so wirklich weltbewegend. Du hast keine... großen Lichteffekte, keine großen Effekte überhaupt. Doch, hier sind ein paar Lichteffekte. Also es sieht nicht schlecht aus. Es ist schon echt, ist okay. Aber es haut einen auch nicht vom Hocker, gell? Aber naja, gut, seit, was habe ich gelesen? Seit 2013 oder was? Ja, 2013 war das irgendwie draußen. Das ist ja auch schon eine Zeit lang her. Und ich muss aber auch sagen, ich finde es hübscher als Defiance. Das kommt auch noch mit dazu. Ich muss sagen, neben Defiance ist das eins der wenigsten, Free-to-Play-Spiele, die mir wirklich gefallen. Die ich auch hier, wo ich mir so vorstellen könnte, die könnte ich öfters mal zocken. Das ist eher so meine Schiene hier. Third-Person-Shooter. Terra war jetzt auch nicht schlecht, war auch ein gutes und geiles Game, aber das ist nicht so meine Schiene irgendwie. This is the prison block. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darvo out. Bypass the security so we can enter. Na toll, hier eigentlich leise vorgehen. Man sollte da irgendwie auch mal dem ganzen Rechenschaft schulden. Sollte vielleicht beides mit dabei haben, etwas um Rabatt zu machen und etwas um leise zu sein. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wäre leise besser, aber nicht zwingend erforderlich. Oh, das ist immer so diese Sache. Wir gehen mal hier diesen Seitenweg, vielleicht kommen wir da besser an unsere Ziele ran, ohne allzu großes Aufsehen zu erregen. So, das Ding haben wir aufgekriegt, ohne dass uns irgendjemand gesehen hat. Das ist schon interessant. Aber gehen uns dadurch nicht auch die Erfahrungspunkte flöten? Normalerweise sollten wir die alle abmetzeln. Punkte, Metzeln, Blut. Wie sage ich immer so schön? Völkermord, Massenvergewalttätigung. Search these cells for Darvo. He has to be here somewhere.
Wie gut, dass das Spiel ab 16 ist, da kann ich so Dinge abbringen. Ah, nee. So, was ist denn los, mein Freund? Nein, ich habe keine neue Leber. So, dann wollen wir aufmachen hier. Nimm mal diese ganzen komischen Fremdsprachen. So. Zack. Offen. Und? Ist hier was? Nee. Unser Waffenhändler ist nicht da. So. Hier, komm. Auch offen. Da müsste er doch hier drin sein, oder? Da ist er doch. Extraction is ready. Remember, your success here depends on getting Darvo out of there alive. Okay, ich muss ein Lebendtier rauskriegen. Das wird noch interessant. Okay, da kommen wir leider nicht durch. Kriege ich das hier irgendwie auf? Ja. The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the corpus. Leave me aside, Antino. I'll cover you. Which end does the hurting come out? I can't. So, perfekt gekillt, den Typen. Gucken, ob ich dich ohne größeren Aufsehen hier rauskriege. Das ist eher so das Interessante an der Sache. So, hier ist offen. Können wir durch. Mal gucken, ob hier irgendjemand rumläuft, der uns sehen kann. Und auf dem Weg mitnehmen, was wir mitnehmen können. So. Now the Ascaris has burrowed deep enough to give me influence. Shall we see how your shields work? The Ascaris is letting Vor control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. Hat er uns mit dem komischen Gerät, was er uns angeheftet hat, wohl gehackt, wa? Unseren Schild oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sind wir jetzt wohl nicht mehr wirklich geschützt oder was? Naja, aber im Moment kommen wir ja noch relativ gut durch. Also von daher stellt das noch kein großes Problem dar. Kommst du nach? So, da ist er doch schon, der Extraktionspunkt. Haben wir es doch geschafft? Seht da mal, Jungs und Mädels. So muss das laufen. Oder auch nicht. Rückkehr zur Lobby in 8, 7, 6, 5. Jawohl. So. Oh, erst wieder laden. Da wollen wir unser Raumschiff erstmal nach und nach freischalten jetzt. Was haben wir denn hier? I see the operator can enable the mod segment now. Ordis will be delighted to show you how to upgrade your arsenal. May I recommend fire? Wir installieren erstmal das Segment hier. Da können wir jetzt Mods herstellen, beziehungsweise ja, einsetzen oder irgendwie sowas. Mod segment to your arsenal now. No need to thank me. Upgrade your warframe now. Go to the arsenal to see the weapon upgrade options you have. Aha. Also hier haben wir die ganzen Mods. Ah gut, da hatten wir ja schon einige eingezeigt gekriegt, die wir irgendwie freigeschaltet hatten, ja. Die sind ja hier auch alle mit neu markiert. Patiently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for the operator's own good. Dann haben wir hier diese Avatar-Schätze. Das ist schon mal zumindest frei. Wir haben aber noch keine. Fusion, umwandeln, verkaufen, auflösen. Aha. Okay. Sieht schon mal sehr umfangreich aus. Ah, jetzt können wir auch verbessern. Ja, jetzt können wir auch verbessern. Wunderbar. Wir können unseren Operator auch verbessern. There are hundreds of these mods to locate.
If my calculations are correct, there are exactly a lot of possibilities. Install the mod before we can continue. Okay, also hier ist ein Platz, den müsste man sich aber freikaufen. Und Plätze kaufen wäre okay, laut Einsteiger-Guide. Und das sollte man auch machen und das tun wir jetzt auch. Den Platz haben wir uns jetzt freigekauft. So, was haben wir jetzt? Hier haben wir die verfügbaren Mods, die wir jetzt im Moment alle haben. Und hier haben wir die Modplätze. Und da das nicht viele sind an Mods, die wir haben, setzen wir die jetzt alle hier rein, würde ich sagen. Hä? Also wir können die nicht alle reinsetzen. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir nehmen. Was haben wir hier? Ausdehnung. Beschädigt plus 3% Fähigkeitsreichweite. Ausdehnung. Haben wir das überhaupt als Fähigkeit? Ne, hatten wir glaube ich nicht. Umlenkung. Plus 40 Schildkapazität. Vitalität. Beschädigt 30%. Das heißt einfach nur so. Wahrscheinlich. Eindringling. Eine Sekunde. Zum Hacken, Umlenkung, Kapazität, Kontinuität. Schild und Gesundheit wäre so das, was ich jetzt erstmal reinsetzen wollen würde. Gut, das kann ich irgendwie nicht mehr reinsetzen, aus irgendwelchen Gründen. Fähigkeitsdauer passt das hier oben rein. Hier unten geht es mit rein. Ist doch irgendwas mit diesen Zeichen auch auf sich haben. 4. 4 können wir wahrscheinlich noch nicht. Das ist wahrscheinlich fürs Level oder was? Keine Ahnung. Das geht aber auch nicht. Aus irgendeinem Grund. Ach, Kapazität 0 von 4, 2, 4. Ah, das nimmt eine bestimmte Kapazität weg. Wir haben eine Kapazität von 4 und jetzt haben wir hier auch 4 drauf. Das alleine würde schon 4 wegnehmen. Das auch schon. Die Kombi hier so ist schon mal nicht schlecht. Aber Kontinuität bei den Fähigkeiten brauchen wir eigentlich nicht. Kann das mit dem Hacken hier irgendwo mit reinsetzen? Ne, das macht er nicht. Na gut, dann machen wir das hier wieder mit rein. Warte mal, das ist Kontinuität, war das ja. Oh, komm jetzt. Hier so. Wunderbar, bleiben wir jetzt erstmal hier drin. Konfiguration B. Ach, das sind dann so verschiedene Konfigurationen, die wir uns vorher festmachen können, wo wir dann wahrscheinlich wechseln können von einer zur anderen. Gut, jetzt haben wir uns erstmal gemoddet. And I often pay my debts. I recognize that device. It's a parasitic restraint. We corpus use something similar to keep our robotics in line. So, to settle my debt, I give you a very expensive blueprint. For free! Because I like you. And well, a lot of my customers don't live long with these grenier dogs chewing up the system. Here. Use your foundry to build a countermeasure device from this blueprint. Good luck. Okay, er hat uns eine Blaupause gegeben mit der Anweisung, das Teil zu bauen. Ascaris is burrowing into your warframe. I'm worried it will affect your mind. I can't lose you, Tenno. We must restore the ship's foundry immediately. Okay, das Schiff müssen wir fertig machen. Extraction colony will have the foundry technology you need. I am certain they will share it with you. Its location has been added to your navigation console. Okay, so wir brauchen noch andere Teile fürs Raumschiff und das Teil, was er uns angeheftet hat, kontrolliert uns irgendwie, wird irgendwie bei Haustieren verwendet oder was hat er gesagt? Andere verwenden das, um ihre Tiere zu kontrollieren. Ah ja, so eine Sache können wir reinsetzen, diesen Waffen. Die Waffen haben wir noch eine Mod gehabt. Verbesserung. Wir hauen das rein, was wir haben. Und gut ist. Nee, das andere finde ich besser. Das hauen wir mal hier mit rein.
Was haben wir hier? Da haben wir auch wieder das rein. So, hier sehen wir dann auch, wie das unsere Stats hier beeinflusst. Das ist schon mal echt, ist echt gut gemacht. Aber total umfangreich auch. Echt heftig. So. Jetzt haben wir uns schon mal etwas verbessert hier. Dann haben wir das schon mal. Ja, jetzt brauchen wir natürlich noch die weiteren Teile. Dann müssen wir mal weiter gucken. Was haben wir denn hier noch, was wir jetzt neu haben? Hier haben wir hier irgendwas extra ansehen. Heute möglich. 1000. Klicken wir drauf, mal sehen, was das ist. Können wir verschiedene Sachen spielen. Einer gegen alle, 4 gegen 4. Ach, das ist so Mehrspieler-Matches. Okay. So, PvP halt. Player versus Player. Interessant, interessant. Da werden wir aber wahrscheinlich absolut keine Chance haben im Moment. So, hier haben wir den Markt. Genau, hier haben wir den Codex, wo alles Mögliche drin steht. Ja, so langsam kommen wir doch zurecht. Langsam geht's doch voran. Dann gucken wir jetzt mal auf die Sternenkarte. Gucken mal nach der aktuellen Mission, die wir haben, die hier steht. Und zwar geht es um das Segment für die Schmiede. Genau, das brauchen wir ja, um die Blaupause zu machen. Um wahrscheinlich dann auch unser Kontrollteil da loszuwerden. So Jungs und Mädels, sollte euch das Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. Sollte es euch nicht gefallen haben, könnt ihr mir auch gerne ein Dislike geben. Aber dann schreibt was in die Kommentare. In diesem Sinne, bis denn dann.